fühle mich nicht sicher. Er ist bekifft, Leute. Ja, ich bin ja den ganzen Tag bekifft, von morgens bis abends. Ich will mich hindern auf ein Auto. So, also du bist der Cannabis-Patient wegen welchen Krankheiten? Die wichtigsten: Asthma, Depression und chronisches Schmerzsyndrom. Und du darfst nach dem Cannabiskonsum Auto fahren? Also welche Absicherungen hast du dir da geholt, dass du das auch wirklich darfst? Ein Schreiben der Führerscheinstelle, die ja sozusagen im Rahmen meiner Zulassung zur Prüfung eine MPU angeordnet haben. Das war unser Kompromissvorschlag. Und ich in der MPU dann bewiesen habe, dass meine Reaktionsgeschwindigkeit und meine sozusagen Wahrnehmung so gut ist, dass ich ohne Bedenken Auto fahren kann. Okay. Wenn der Peak vorbei ist und ich keine Ausfallerscheinung habe, darf ich Kraftfahrzeuge führen. Das heißt, direkt danach hast du Ausfallerscheinungen? Ja. So, okay, und dann so nach 15 Minuten keine mehr? Ja. Du warst der Cannabis-Patient, als du den Führerschein angefangen hast und bist du dann einfach zur Führerstelle hingegangen und hast gesagt so, yo, ich will jetzt bekifft fahren oder wie kann man sich das vorstellen? Ich bin damals zu dem Fahrlehrer gegangen und habe zu ihm gesagt, ganz offen, dass ich Cannabis-Patient bin, dass ich damit medikamentös eingestellt bin, dass meine behandelnde Schmerztherapeutin keinerlei Bedenken hat, dass ich ein Kraftfahrzeug führe, und das haben wir dann sozusagen der Führerscheinstelle mitgeteilt. Daraufhin hat sich die Führerscheinstelle bei uns gemeldet und gesagt, ey, nee, ist nicht. So, erstmal, sie lassen das Cannabis weg oder sie kriegen von uns keine Zulassung. So haben sie mir am Telefon gesagt, sonst kriegen sie keine Zulassung. Und wenn ich Cannabis weglasse, kriege ich sofort die Zulassung zur Prüfung, alles ist cool. Nach mehreren Hin und Her, auch mit einer Rechtsanwältin und natürlich auch Aufklärungsarbeit meinerseits, sind wir so weit gekommen, dass wir gesagt haben, wir machen eine MPU. Das heißt, ich in der Rahmen der medizinischen Psychologischen Untersuchung, das, was man macht, wenn man auffällig geworden ist normalerweise. Das heißt, manche kennen das, Pinkeltest, müssen vielleicht Haarproben abgeben. Also ich musste auch pinkeln, da wurde getestet, ob ich noch andere Substanzen nehme. Und in diesem Rahmen wurde eben dann auch im Rahmen eines Reaktionstests und auch der Auffassungsgabe, man hat also kurz Bilder gesehen und musste Knöpfe drücken, was hat man auf diesem Bild gesehen. Das hat man dann wirklich nur eine Sekunde gesehen. Wurde dann eben sozusagen geprüft, ob ich dazu in der Lage bin, dem Straßenverkehr aufmerksam zu folgen und rechtzeitig zu reagieren. Und muss jeder Cannabis-Patient diesen Weg beschreiten, wenn er nach dem Konsum ein Fahrzeug führen will? Grundsätzlich nicht. Okay. Grundsätzlich reicht es aus, wenn der Facharzt einen bescheinigt, dass man eingestellt ist und keine Ausfallerscheinungen hat. Also das heißt, jeder, der ein Cannabis-Patient ist, sollte so einen Wisch von seinem Arzt haben, wo da steht, du hast keine Ausfallerscheinungen. Das ist das Minimum. Unter welchen Bedingungen stellt der Arzt es in der Regel aus? Macht der Arzt es einfach? Also es kommt auf den Arzt an, aber ein verantwortungsvoller Arzt würde einen zum Neurologen schicken oder Reaktionstests machen. Okay. Nochmal, ich empfehle jedem, der das macht, macht eine MPU. Ihr könnt die auch freiwillig machen. Prüft euch selber ab. Stellt dir vor, du beheizt ein Kind oder was. Ja, ja. Das ist ein Auto. Wurdest du schon mal kontrolliert, seitdem du kiffst und Auto fahren darfst? Zweimal. Ah, okay. Und was hast du dann gemacht? Ich bin offen damit umgegangen. Okay. Um zu schauen, wie die Polizisten reagieren. Und habe dann eben dieses Dokument immer dabei, wo dann eben drin steht, dass das überprüft worden ist und dass ich Kraftfahrzeuge führen darf. Einer hatte mal bei der Führerscheinstelle nachgefragt. Das habe ich dann durch Dritte rausgefunden, der für eine Behörde arbeitet. Da gab es eine Anfrage von der Polizei Wandsbek. Und es wurde eben ganz klar sozusagen denen auch mitgeteilt, dass ich Auto fahren darf, und ich habe dann auch nichts mehr von denen gehört. Okay, also aber waren die erstmal so, na hör mal, was ist denn da los, oder waren die relativ verständlich direkt? Verständnisvoll, meine ich. Genau, also du weißt ja, dass ich ja in dem Bereich auch mehr und tätig bin, auch unterwegs bin. Das heißt, ich kenne auch Geschichten jetzt zum Beispiel auch aus Patienten aus Bayern oder eben aus Baden-Württemberg, also eher aus konservativen Ländern. Da ist das eher nicht so. Und da ist es dann auch manchmal schon ein bisschen kompliziert und hackelig, auch mit Führerscheinstellen, weil die sich das Recht so auslegen, wie sie es gerade brauchen. Ich wohne in Hamburg, ne? Ich habe eine recht liberale Stadt in dem Bereich und auch eine recht fortschrittliche Stadt. Die Polizisten sind in dem Bereich alle sehr gut aufgeklärt. Aber weißt du da zufälligerweise von Fällen, wo es dann bis vor Gericht gekommen ist und wie die dann ausgegangen sind? Hm. Ich kenne zwei Fälle, auch eines Patienten aus Hamburg, der sozusagen, wo der Führerschein entzogen werden sollte. Da ging es nicht vor Gericht, da wurde eine MPU gemacht, danach durfte er seinen Führerschein behalten. Ich weiß von einem Fall aus Bayern, wo das gerade noch in der Schwebe ist, ob das zu Gericht geht, denn der darf gerade seit 6 Monaten die ganze Zeit Urin und Haarproben abgeben.
um nachzuweisen, dass er keinen Mischkonsum betreibt, obwohl er keine Vorgeschichte in diesem Bereich hat und sozusagen in der MPU schon nachgewiesen hat, dass er in der Lage ist, ein Kraftfahrzeug zu führen. Also es ist wirklich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und mit Opiaten hast du zum Beispiel gar keine Probleme mit Führerschein und Co. Echt? Nö. Also, wenn du eingestellt bist und du Opiate nimmst und eine Kontrolle kommst, dann ist das einfach in Ordnung. Oh, und verlangen die dann nicht mal irgendwelche Wische oder sowas? Nö. Da sagst du einfach so, ja, du nimmst das Medikament, du nimmst das... Ich kenne von einem Fall einen Opiatpatient, wie gesagt, der hat einfach gesagt und durfte weiterfahren. Und das war eine groß angelegte Großkontrolle im Bereich Drogen eben. Was mich jetzt interessieren würde, musstest du überhaupt dann eine Urinprobe abgeben? Wahrscheinlich gar nicht. Achso, warum denn überhaupt? Bei der MPU, oder wo meinst du jetzt? Achso, nee, also als sie dich kontrolliert. Nein, da musste ich gar nicht, ich durfte sogar sitzen bleiben. Also du durftest sitzen bleiben, das heißt, du musst dich nicht hinstellen und... Paramitze. Aber ich würde jetzt sagen, jetzt ist der Peak vorbei. Jetzt werden wir mal eine Runde driven, ne? Genau, also wir steigen jetzt in meinen Tesla und schauen, ob er wirklich... Also ich vertraue dem MPU nicht und schaue jetzt auch nochmal selbst, ob du da gut fahren kannst. Dr. Ruane. Spürst du jetzt noch was vom Cannabis? Ja. Und zwar? Die übliche Wirkung. Bin entspannt, meine Schmerzen sind im Griff, ich kann mich gut aufs Autofahren konzentrieren. Aber wie lässt sich das erklären, dass du noch normale Reaktionen hast? Ja, stell dir mal vor, du hast den ganzen Tag Schmerzen. Von morgens bis abends. Aber trotzdem heißt es ja nicht, dass dann auch damit da automatisch dann eine Reaktion... Ja, aber die, wenn du, wie gesagt, wenn du jetzt wie ich jahrelang die gleiche Dosis nimmst, ich habe die ja nicht großartig verändert und ich kiff eben immer zu den gleichen Zeiten mit der gleichen Dosis und das sorgt eben dafür für diesen Gewöhnungseffekt. Und die meisten Ausfallerscheinungen treten ja bei Leuten eher auf, die nicht regelmäßig kiffen. Es gibt auch viele Kiffer da draußen, die haben keine Ausfallerscheinungen, die nehmen ihr Leben ganz normal wahr. Ich habe ja die Diagnose Autismus und das ist ja eine Überempfindlichkeit bzw. eine Überaufnahme von Reizen. Und dass Cannabis mich da ein bisschen runterbringt, sorgt ja dafür, dass ich strukturierter und nicht so chaotisch bin. Das ist ja auch ein Symptom, das ist auch eine Symptomatik, die es bei ADHS gibt. Ohne Cannabis ist es super anstrengend, Schmerzen sind im Mittelpunkt und ich bin völlig weg und ich kann mich nicht fokussieren. Aber du nimmst ja auch Opiate. Könntest du nicht mit nur Opiaten dann auch fahren? Ja, ganzen Tag Übelkeit und Kotzen. Und in der Schmerzbehandlung sagt man ja sowieso, das Ziel ist ungefähr 50% Schmerzlinderung. Und Cannabis hilft mir, also die Schmerzen zu reduzieren, da helfen natürlich die Opiate am meisten. Aber Cannabis hilft mir, sie auszublenden, dass sie nicht die ganze Zeit im Mittelpunkt sind und mein ganzes Leben bestimmen und ich trotzdem Lebensfreude habe. Manche Leute sagen, oh, ist ja voll geil, jetzt kriegst du medizinisches Cannabis und yeah, das ist doch voll cool. Nee. Ich beneide jeden Freizeitkonsumenten, der bei Cannabis Pausen machen kann, um dann diesen Effekt, der dann ja auch sehr positiv wahrgenommen wird, mit Gechilltheit und oh, voll, jetzt voll Bock auf Kekse. Junge! Eine Einschränkung, die Danny hat, die andere Autofahrer nicht haben, ist, dass er wirklich gar keinen Alkohol trinken darf, also 0,0 Promille, während andere Autofahrer bis zu 0,5 Promille haben dürfen. Seit langem ist in meinem Supplements-Shop wieder 5 HTP auf Lager. Wenn diese Ladung ausverkauft ist, werden wir es nicht nochmal nachproduzieren lassen. Das heißt, wenn ihr euch das mal holen wollt, dann ist jetzt der Zeitpunkt. Und falls ihr nicht wisst, was 5 HTP ist, ich habe euch hier ein Video verlinkt, wo ich das erkläre. Abonniert diesen Kanal. Peace!